Ich werde die Show ruinieren, wenn du mich nicht reinlässt. Ich werde die Show ruinieren, wenn du mich nicht reinlässt. Du würdest sie für alle ruinieren, wenn ich das mache. Gutes Argument. Wann fängt die Show an? Wann fängt die Show an? Wir warten immer noch auf einen Menschen, der den letzten Stall füllt. Ich will ihn füllen. Mit was? Rein rhetorisch. Toll. Ist es zu spät, sich für die Show anzumelden? Ist es zu spät, um sich für die Show anzumelden? Für dich? Viel zu spät. Ja, wieder ein solcher Spruch. Der Wächter will dich im Zwinger sehen. Der Wächter will dich im Zwinger sehen. Er sagt, du sollst dein Zeug hier lassen. Welcher Wächter? Wie ist sein Name? Ich sagte schon, der Wächter kennt keine Ahnung. Ich nenne ihn Mr. Tentakel-Typ. Keine Ahnung, ich nenne ihn Mist. Sieh zu, dass du reinkommst. Das ist sein Name. Ja. Sieh zu, dass du reinkommst. Das ist sein Name. Warum haust du nicht ab? Ich muss hier noch eine Zeit lang rumstehen. Okay, das hat nicht geklappt. Buh. Bitte, du siehst schon schlimm genug aus. Also ja, wir können uns nicht an seinem Pult zu schaffen machen. Da passt er gut auf. Wir könnten zurück in den Zwinger gehen oder wir könnten unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay, Purpur hat etwas geplant und er ist uralt geworden. Gut, wir können jetzt versuchen rauszugehen. Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Genau, daran arbeiten wir gerade. Also. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Okay. Das ist sehr, sehr schlimm. Gut. Fenster. Chrono John. Ja, die Spülschüssel. Der Stecker liegt daneben. Leer. Gut, also wir spülen jetzt die Pläne runter. Schnappen uns Hogi. Ne, halt erst schnappen. Doch, wir müssen uns erst Hogi schnappen. Schnappen uns Hogi. Gehen zur Toilettenschüssel. Und holen uns die Pläne. Bin mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Sieht aus wie ein Mal nach Zahlenbild von Sushi. Ja, das ist geil. So, mit Bernhard geben wir jetzt Laverne die Kurbel. So. Nehmen die Kurbel. Aber wenn wir schon dabei sind, können wir ihr auch gleich noch andere Sachen geben, die sie brauchen wird. Also zum einen die Spaghetti. So, die sind jetzt weich gekocht. So, was braucht sie noch? Sie braucht auf jeden Fall die Maus. Später. So. Ah ja, Bernhard braucht das Skalpell.
Denn er braucht was Scharfes, um es dem Clown oben zu zeigen. Die Gabel braucht sie. Und den Tippex eigentlich auch. Okay, er nimmt die Gabel wieder raus und holt, ja, okay. Tippex braucht sie, dann geben wir ihr noch die Gabel. Den Trichter braucht Bernhard selber, die rote Farbe auch und alles an. Ah, die Plastikkotze braucht sie auf jeden Fall noch später. Ja, es ist noch gut, alles das meiste zu wissen, auch wenn das schon so lange her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Den Hamster können wir leider nicht im Klo runterspülen. Und sie wird von Hoagie den Dosenöffner noch brauchen. Und das Metall, das Holzgebiss braucht sie auch noch von ihm. Also Dosenöffner. Schnappen wir uns den Dosenöffner. Und das Gebiss. Braucht sie sonst noch was im Augenblick? Nö. So. Dann gehen wir mal mit Hoagie ein schlimmes Verbrechen begehen. Wir werden nämlich jetzt die amerikanische Fahne total verunstalten. Hallo Mumie. So, erstmal kurz hier reingucken. Liegt hier noch was Wichtiges rum? Nein. So, hier müssen wir nämlich rein. Und müssen das Tentakelschema hier zu den Mustern dazulegen. Jawohl. Jetzt haben wir die amerikanische Fahne für die Ewigkeit verhunzt. Moment, die Kurbel haben wir aber ja. Gut, jetzt können wir zurück in den Zwinger. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. So. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? So. Jetzt können wir uns vom Dach die Fahne holen, beziehungsweise das Kostüm. Ja, und zwar benutzen wir jetzt die Kurbel. Hiermit benutzen wir die Kurbel mit der Kurbelbox. So, und benutzen die Kurbel auch mal. So kommen wir nämlich an das Kostüm ran. Und benutzen das Kostüm. Total unglaubwürdig, oder? So, und mit dem Kostüm können wir jetzt wirklich alle reinlegen. Und mit jedem nochmal reden. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Ja. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Vorhin hat er uns noch hässlich genannt und jetzt sind wir gut aussehend. Wann fängt die Show an, mein nichtmenschlicher Freund? Sobald wir in der Halle genug Menschen mit Namensschildern haben. Okay. Wissen wir schon mal was hier? Können hier reingucken. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin hier, um dich zu sehen. Ich suche nach einem Tier. Erkennst du mich nicht? Erkennst du mich nicht?
Nein, ich. Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Okay, ich suche nach einem Tier. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha, ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? ich bin hier, um dich zu sehen. Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Was auch immer er damit gemeint hat. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Okay, wir können noch mit ihm reden. Oder auch nicht. Rein kommen wir nicht mehr zu ihm, also können wir auch nicht mehr mit den Jungs reden. So, dafür können wir uns jetzt ganz frei bewegen. Hallo, Katze. Ich kann da nicht näher ran. Nein, aber wir können jetzt schon mal den Zaun mit Tippex einschmieren. Das sollte klappen. Denn jetzt hält sich die Katze für ein Stinktier. Na, den Tippex kriegst du wahrscheinlich nicht so schnell runtergeschleckt, aber wir kriegen dich mit der Maus. Hm, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Ja, einfach noch mal... Noch eine Spezies. Einfach mal ganz banal einstecken. Oh, ein Stinktier. Wie fürchterlich. Na, eigentlich ist es eine Katze. So, die Katze brauchen wir später aber erst. Wir können jetzt noch wieder mit den Leuten reden. Wie steht's, Harold? Ich habe keine Ahnung. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Gut, wir können mit ihm wieder reden. Hallo, ich bin Laverne. Ist hier schon mal jemand entkommen? Schöne Uhr. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja. Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakelclub. Okay, ist hier schon mal jemand entkommen? Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Verweste Eiche. Ein Stück deines eigenen Körpers, Larven- und Madensalat, Krautsalat. Krautsalat? Gütiger Himmel. Du bist ein richtiger Fährtenleser, oder? Du bist ein richtiger Fährtenleser, oder? Kaum. Ich kriege sie alle, egal wie lange es dauert. Okay, und schöne Uhr. Die dürfen wir ja nicht anfassen. Wir sehen uns. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Okay, jetzt können wir endlich die Treppe nach oben nehmen. Hey, blödes Tentakel. Und hier brauchen wir erstmal etwas. Ja. Also erstmal die Treppe hoch. Nee, halt. Bevor wir das machen... Ich muss gerade überlegen wieder. Erstmal in die Türen reingucken. Ah ja, hier ist die Kapsel. Den Kerzenständer können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Eine Bank. Sieht bequem aus. Jupp. Und... die Zeitkapsel. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Ja,
Da mit Thomas Jefferson. So, die Zeitkapsel knacken wir jetzt mal. Weil da ist ja unser Wein drin, beziehungsweise der Wein ist jetzt Essig geworden.